Hey Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde, schaut nur, wo wir sind. Wir sind hier gerade bei Candys Haus. Wir haben ja hier unseren eigenen Bereich, aber ich würde mir echt gern wünschen, dass ich mal mein eigenes Haus habe. Ich meine, wir haben ja schon mal was angefangen, aber das war so schlecht. Ey, ich muss erstmal schauen, wo überhaupt jetzt Candy ist, Mann. Wo ist denn der kleine Junge, ey? So, ich schau erstmal hier. Candy? Hallo, bist du hier? Okay, ich glaube, das ist eine Toilette oder so. Ich sag euch ehrlich, ey. Timmy! Ey, ich hoffe auf jeden Fall, dass Candy noch meine Diamanten hat. Candy? Hallo? Hey, da bist du ja! Hey, Timmy, da bist du ja! Candy? Hey, hast du eigentlich meinen Diamanten? Hast du noch eigentlich meinen Diamanten? Den wollte ich. Ich hab den gar nicht mehr gesehen, ey. Hier in der Kiste drin. Warte mal, du kannst die doch gar nicht öffnen so. Jetzt, da ja, in der Kiste eben, drin sind deine ganzen gewundert. Sachen. Oh, da nein, sind nein, die ganzen Sachen, Freunde. Ey, das haben wir nämlich in der letzten Episode alles bekommen. Candy, wo gehst du hin? Timmy, ich habe nämlich eine Idee, was wir jetzt heute in dem Video machen. Was und denn? Und zwar werden wir dir ein Haus bauen und zwar direkt neben meinem. Wie, du willst mir wirklich ein Haus bauen? Da will ich aber mitmachen, ganz eigenes Haus. Natürlich, Timmy, also den Großteil musst du natürlich bauen. Ja, okay, ich bin echt gespannt, ob ich das hinbekomme. Ja. Die ganzen Sachen dafür, ich habe ja schon sehr viel gesammelt, die stelle ich natürlich zur Verfügung und natürlich auch mein Know-how. Also ich habe mir vorgestellt, dass wir so diese Plattform hier weiter hier rüber bauen, dass wir alles erstmal wegbauen und dass wir so richtig nebeneinander ein Haus haben. Ja, okay, das können wir auf jeden Fall machen. Dann mache ich da auch ein bisschen was weg. Abbauen, so. Weg damit, ey. Das muss alles weg. Hier muss ein Riesenhaus hin. Yippie! Aber nicht, dass das wird richtig cool. Ja, aber nicht, dass ich deine Fallen kaputt mache oder so, weißt du? Nein, die sind ja unter uns. Ich baue auch natürlich Fallen bei dir mit ins Haus. Und wir machen jetzt hier so ein Mittelding. Und zwar sagen wir, mein Grundstück geht noch genau bis hier. Hier mache ich jetzt nochmal einen anderen Block hin, der schwer abzubauen ist. Warte. Ah, okay. Ich mach das hier auch weg. Oh, ich glaube, hier ist irgendwas Cooles. Hey, das wird richtig spannend, Freunde. Ich sag mich ehrlich, ich freue mich richtig über mein eigenes Haus. Das wird ein richtiges Penthouse, ey. Das wird richtig cool. So, das machen wir hier auch weg. Zack, zack. Ey, das ist hier richtig viel. Und mit der Pickaxe ist man richtig gut unterwegs eigentlich. Timmy? Ja? Wir machen die Grundstücke. Hier ist quasi die Grenze der Grundstücke. Das darfst du nicht abbauen. Also ich mache hier Sandstein rein. Das ist, den zeige ich dir. Das ist so ein heller Stein. Und wenn du Sand siehst, weißt du... Nein, stopp, hier ist das Haus zu Ende, weißt du? Warte mal, also kann ich nicht weiterbauen, oder wie? Das hier ist dann nicht okay, oder wie? Also das hier ist deins alles. Ach so, ich wollte schon sagen, alles hier ist meins. Ja, nein, okay. Nein, wir bauen jetzt noch weiter rüber. Hier beginnt jetzt gleich dein Haus. Ja, ich wollte schon sagen, ey, das ist ja voll wenig dann, Mann. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, ey. Jetzt machen wir erstmal hier alles sauber. Alter, die Werkzeuge kaputt. Oh, wie, deine Werkzeuge sind kaputt. Egal, wir haben ja richtig viel, Leute. Eigentlich sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Und ich glaube, von hier aus hat man auch eine richtig schöne Aussicht, oder? Also direkt hier neben Candy, das könnte schon was werden, sage ich euch ehrlich. Und ich muss mir nie mehr Sorgen machen wegen Creeper oder so. Ey, das ist richtig cool eigentlich. Aber ich... Was denn? Hallo, Timmy? Ja, ich habe gesagt, ich muss mir nie mehr Sorgen machen wegen Creeper und so. Das stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Oh, guck mal, hier ist das schon gut ausgehöhlt. Da hast du richtig Glück gehabt, da müssen wir nicht mehr so viel ausfüllen. Wir müssen aber einen Zaun hier hinbauen, dass wir sagen, bis hierhin baue ich jetzt einen Zaun gleich oben ran. Ja, du hast recht. Hey Mann, das sieht hier richtig cool aus und ich glaube, hier ist auch Kohle oder was ist das? Ey, nice, man kann die Kohle abbauen. Yippie. Ey, Candy? Ja? Für was ist eigentlich Kohle gut? Timmy, du kannst mit Kohle, das packst du in deinen Ofen rein, wenn du gleich einen Ofen hast. Ah, okay, sehr gut. Genau. Ey. Aber ich will auf jeden Fall groß das Ganze machen, weißt du? Ja, wir machen direkt ein großes Haus. Ja, bau mal hier alles ab bis zur hohen Mauer da hinten. Warte, bis hier vorne, wo diese Mauer hier ist. Das wird echt krass, Freunde. Ich bin echt gespannt, ey. So, und ich gehe jetzt oben Zaun hinmachen, ja, Timmy? Damit da niemand rüberklettern kann. Wo ist eigentlich der Weg, hä? Ach so, der ist da. Ich dachte schon, wir haben den Weg abgebaut. Wir bauen gleich noch einen Weg. Nee, wir bauen gleich noch... Der Baum hier muss auf jeden Fall weg, ne? Ich kann den auch anzünden, aber das lassen wir mal lieber. Wir machen das so mit der Axt hier. Ich glaube, das geht richtig gut. Okay, ich gehe schon mal rüber und besorgen Zaun. Yippie! Hey, das macht richtig Spaß, ey. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein richtig schönes Haus haben und dass das niemand kaputt macht, ey. Das wäre gar nicht gut. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Hey, ich bin ein richtiger Holzfäller, Mann. Jawohl! Sehr gut, ey. Jetzt haben wir das schon mal erledigt und ich glaube, jetzt können wir auch das andere wegtun. So, zack. Und du kommst auch weg. Und jetzt müssten, glaube ich, die ganzen Blätter schon verschwinden. Ja, endlich! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ein Creeper ist. Ach so, nee, das war nur Candy. Alles gut, ey. Ich dachte schon wieder, dass hier irgendwie gleich was passieren wird. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Und Candy leuchtet zum Glück auch alles aus hier. Und oha, was baut denn da hinten Candy? Seht ihr das auch? Der baut hier einen richtig heftigen Balkon hin. Ja?
Ich brauch mal Dirt, wenn du hast, also Dreck. Und du musst aufpassen, du darfst hier niemals runterbuddeln, weil wenn du hier einen abbaust, fällst du ja runter, weißt du? Wie? Ich darf nicht das abbauen. Wie meinst du das? Nur hier nach unten hin, weißt du? Wenn du jetzt hier draufstehst und dann abbaust, dann fällst du ja runter, weißt du? Ach so, ja, warte, ich leg dir mal dein Dirt hin, warte. Ja, nicht runterschmeißen. Nein, so, oder? Passt das? Ja. Sehr perfekt, gut. Danke dir. Okay, sehr gut. Das haben wir auch schon mal erledigt. Das kommt hier auch weg. Ey, das ist... Oh mein Gott, da ist so ein komischer Typ da drüben. Verschwinde, was? Junge. Ey. Das ist ein Zombie. Ja, der kann mir nichts mehr antun. Ich habe nämlich eine Rüstung, Junge. So, du verschwindest, ey. Noch ein Stück. Yay, das macht sogar echt Spaß, Hey, was ist das, Freunde, für ein Zombie hier? Hä? Hä? Was ist das, hallo, denn? Hallo? Ey, das ist Peter, aua, Pan. Junge, lass Peter Pan in Ruhe, ey. Aua. Geht's dir gut, Candy? Komischer Zombie, der war aber anscheinend normal. Der hat nur normale Sachen runtergeworfen. Vielleicht war das auch mal russig oder so. Stell mal vor, der sah aus wie russig, ne? Ja, der sah, der sah genauso aus. Auf jeden Fall, ey. Ich, Alter, russig hat uns angegriffen, Junge. Checkst du das? Ja, eben russig ist schuld, Mann. Das ist alles russig schuld. Denkst du, es kommen noch mehr von diesen Leuten hier? Ja, weiß ich nicht. Ich hab den so noch nicht gesehen. Der sah echt einzeln aus wie russig, muss ich sagen. Ja, true, das stimmt. So, das kommt auch weg. Das auch. So, sehr gut. Was sollen wir eigentlich alles in das Haus reinmachen, Candy? Du kannst da reinmachen, was du möchtest, Timmy, ist doch dein Haus. Also du kannst dir gleich ein Dach bauen, vielleicht einen anderen Boden würde ich dir noch empfehlen. Ja, das auf ist jeden Fall einen anderen Boden, safe. Und wir können ja da so musst eine du jetzt Farm noch einen machen auf oder so. Da musst du hier noch einen runterbauen, dass du hier den Boden gleich austauschen kannst. Also dann noch eine Tür rein, vielleicht weiter nach hinten. Also so, das alles so weg, oder wie? Ja, würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall, okay, ja. Dann machen wir hier alles weg, sehr gut. Hey, die Pickaxe ist richtig schnell. Was meinst du, wie eine Diamant-Pickaxe ist? Ist die noch schneller? Die ist ja, richtig, ne? Eine Diamant-Pickaxe ist sehr, sehr schnell. Boah, wie viele Diamanten braucht man dafür? Ich bin gleich wieder da, Tim. Ja, okay. So, Candy meint, ich soll hier alles abbauen. Dann machen wir das mal. So, das kommt auch weg. Zack, zack. Die Fackel nehmen wir auch mit. Sehr gut. Noch ein bisschen Kohle mit abbauen. Yippie. Ey, das ist aber echt ein bisschen anstrengend. Sei ich euch ehrlich, Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass man doch so viel hier machen muss. Aber das wird schon. So, das wird noch abgebaut, Freunde. Hier, ich glaube, Candy meinte auch, dass ich hier das abbauen soll. Vielleicht machen wir auch einfach einen Balkonen oder so. Und Candy macht schon den Zaun, den sehr gut, ey. Oh Mann, Candy ist echt mein bester Freund. Ich sag euch ehrlich, Sue ist natürlich auch richtig korrekt und die anderen auch. Außer Stani, ey. Der ist irgendwie richtig gemein zu mir. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, Stani, ja, der macht das einfach extra. Wisst ihr? Eigentlich ist Stani richtig korrekt. So, das werde ich hier auch noch abbauen. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt... Oh mein Gott, ey. Oh, Mann. Das war richtig knapp. Ich muss auf jeden Fall erstmal was zu essen holen, Mann. Ey, was war das denn? Ey, Candy! Nein, alles gut. Mir geht's gut. Okay, Tim, ich warte hier einfach. Nein, Candys Falle, ey. Och nein, Candys Falle hat mich richtig hochgenommen, ey. Oh mein Gott, wie schlecht war das denn, Mann? Das hätte ich doch wissen müssen, ey. Wisst ihr was? Wir müssen mal kurz Holz abfarmen. Da müssen wir ein Boot machen und ganz schnell zu Candy hingehen. So, da vorne müsste auch schon das Haus von Candy sein und eigentlich jetzt auch in Zukunft mein Haus. Jetzt müssen wir aber erstmal den Loot wieder einsammeln, ey. Das ist ganz, ganz wichtig. Warte mal, ist das hier Candy da vorne? Nee, das ist irgendein Schiff. Okay, sehr gut. Wir gehen mal weiter. Hey, was macht denn das Lama da oben? Hey, das ist einfach so ein krasses Lama. Wie cool ist das denn? Und warte mal. Da sind wir doch irgendwo runtergeflogen. Dann müsste da irgendwo mein Loot sein. Oh, da war so ein Ender-komischer Drache. So, nicht Ender-Drache, Mann. Wie heißt denn das? So ein Enderman hier. Aber wo ist jetzt mein Loot hin? Ah, da vorne liegt er ja. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin, Freunde. Oh Mann, das wird aber echt ein bisschen schwierig, da runterzukommen. Sage ich euch ehrlich. Ich glaube, die beste Lösung ist erstmal, wenn wir was abbauen und dann uns dahin arbeiten. Ja, ich sag ehrlich, wir machen das, ja. Ich glaube, die beste Lösung ist, wir bauen uns hier erstmal was ab ein bisschen und dann holen unsere Sachen wieder. Das ist nämlich das Wichtigste, Mann. So, das nehmen wir mit. Hier, sag mir nicht sauer, Candy, aber ich brauche ein bisschen ein paar Sachen jetzt. So, das brauche ich auch. Zack. Ich denke mal, mit dem sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Hier, so mit dem ganzen Dreck, das passt doch easy, Freunde. So, ich glaube, da hat auch Candy nichts dagegen, wenn wir hier ein bisschen ein paar Sachen abbauen. Weil eigentlich ist das ja nur gut für uns, wisst ihr? Ey, hoffentlich kriegen wir gleich die Loot-Sachen. So,
Hier nochmal eins hin. So, sehr gut. Okay, das passt schon mal. Ja, yippie, wir haben unsere Sachen gleich wieder. Hey, sehr gut, Freunde. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir unsere Sachen schon mal wieder. Das passt auf jeden Fall richtig gut. Hey, zum Glück habe ich die ganzen Sachen jetzt wieder. Yippie, jetzt können wir zurück unsere Sachen bauen. Yay. Und da sind wir wieder. Ey, wie cool ist das denn, Mann? Endlich sind wir wieder da, ey. Hä, hat Candy hier einen Baum hingepflanzt? Oha, das sieht ja richtig cool aus. Ich werde erstmal schauen, ob Candy da ist. Candy? Hey, da bist du ja. Timmy? Hey, ich bin gestorben. Hey, Timmy, ich habe dich gerade schon gesucht. Also ich wollte gerade loslaufen, dich suchen eigentlich. Alles gut. Ich habe zum Glück meine ganzen Sachen wiederbekommen. Alles gut, Candy. Du musst mich nicht mehr suchen. Was? Wie? Bist du gestorben gerade oder was? Ja, vorher. Aber alles, das passt schon. Alles gut. Warum? Was ist denn passiert, Timmy? Ja, da war so ein komisches Monster und dann bin ich runtergefallen oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, aber alles gut. Ja, gut. Timmy, pass auf dich auf. Ich werde jetzt öfter nach dir schauen, dass das nicht nochmal passiert, ja? Ja, ich musste hier den Weg wieder machen, ja? Hier haben wir jetzt so einen Eingang eigentlich. Ah, okay. Ja, dann ich baue da gleich noch ein bisschen was um, dass wir einen schönen Weg kannst haben. Kannst du mir eine Pickaxe machen? Ja, ja, ich mach das. Warte mal, ich baue hier auch gerade groß um, wie du siehst. Boah, das sieht ja richtig krass aus, ey. Was machst du denn hier? Hey, wo ist der Fisch denn hin? Ach so, da. Ich dachte schon, den geht's nicht mehr, ey. Okay, ich mach mal weiter, ja? Ach so, du holst ihn jetzt, ne? Ja, warte, ich gebe dir jetzt eben noch deine Pickaxe, Timmy. Warte. Ja, okay. Oh nein, jetzt habe ich Knöpfe gebaut. Och, nee. Knöpfe? Hä? Was sind denn Knöpfe? Ich muss mal kurz hier was holen. Noch ein bisschen Holz. So. Candy, ich habe mal ein bisschen Kohle reingetan in den Ofen, ja? Sehr gut. Und hier hast du eine neue Pickaxe aus Eisen, Timmy. Viel Spaß und danke viel Glück schön. Damit, ja? Yippie, bis gleich. Endlich können wir weitermachen, Freunde. Let's go. So, das ist nämlich unser Haus hier. Und ich bin gespannt. Ich glaube, wir sollten mal hier das auch abbauen. Oh Mann, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir schon vielleicht die ersten Fortschritte gemacht haben. So, das kommt natürlich auch weg, ey. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Pickaxe diesmal länger durchhält. Und wisst ihr, was ich machen will? Ich will nämlich hier, ab hier baue ich einen neuen Raum. Wisst ihr, dass man so einen schönen Durchgang hat? Oder sollen wir vielleicht machen wir was anderes. Warte mal. Ja, das könnte auf jeden Fall was werden. Sehr gut, okay. Wir machen jetzt nämlich so verschiedene Schichten, wisst ihr? Und das hier wird nämlich dann erstmal das große Wohnzimmer, kann man sagen. Beziehungsweise erstmal so ein Eingangsbereich. Einen Eingangsbereich haben wir ja schon. Wobei das hier wird dann erstmal so gesehen, hier die Area, wo man am meisten ist, so gesehen. Ich will da ein richtig schönes... Und da will ich drumherum richtig viel Glas machen, damit das richtig schön und heftig aussieht, wisst ihr? Vielleicht machen wir auch ein paar Tiere rein. Ey, was haltet ihr von ein paar Tieren? Das wäre doch auch richtig cool, oder? Ja, ich glaube, ein paar Tiere müssen auf jeden Fall rein. Eigentlich können wir das hier auch noch abbauen. So, das kommt auch erstmal weg hier. Hey! Hä? Ich glaube, wir haben... Hä, wer ist das denn? Oh Mann, Candy! Candy! Oh Mann, ich glaube, wir haben Mitbewohner jetzt. Ey, was soll das denn sein? Candy, Candy, komm mal schnell. Ja, Timmy, komm raus, los, komm mit. Was ist passiert, Timmy? Komm mit, ey, da ist irgendwas. Hey, was ist denn? Ja, die sind voll komisch, ey. Hallo, hallo, ihr da drüben. Hallo? Was wollen die von uns, Candy? Ich weiß nicht. Hallo, wer sind Sie? Hey, gehen Sie weg von unserem Grundstück. Hier ist nur für Anwohner. Das ist hier verbotene Zone, ey. Ihr dürft hier nicht rein. Ich glaube, das sind so Banditen oder so nennt man die. Die überfallen uns. Hey, wollen jetzt herkommen oder was? Hast du ein Schwert, Timmy? Hast du ein Schwert? Ich glaube schon, warte. Oder eine Axt. Eine Axt habe ich, na klar, guck hier. Okay, bist du... Warte, ich werde die erledigen. Bleib hinter mir, okay? Aber okay, so, die ihr Banditen. Ey, die sind ihr seid in friedlich. Der falschen Nachbarschaft. Und Attacke! Candy, pass auf, oh mein Gott, dir. Von oben kommen auch noch welche. Kommen noch mehr? Alter, aua. Alles gut, Candy? Ja, alles gut. Aber wo ist der mit dem Banner? Den müssen wir fertig machen. Ich glaube, der ist runtergefallen. Der ist hier runtergesprungen. Ja, ich okay, warte, sind oben noch mehr? Weiß ich nicht, ey. Okay, egal, Tim. Was? Oh nein, ich wollte doch hier ganz in Ruhe weiterbauen, ey. Oh, ich glaube, ich sollte lieber mal Candy schnell helfen, ey. Candy? Hä, wo ist Candy hin, Freunde? Oh. Vielleicht habt ihr hier gelebt oder so, wisst ihr? Das kann ja echt sein. Aber ich sehe da auch nicht Candy. Und da oben ist ja, wie gesagt, nur Schnee. Ey, Mann, wo ist Candy hin? Ey, nicht, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Timmy! Ach, da bist du ja, ey. Ich hab dich schon gesucht, sind da noch mehr? Mann. Nein, da oben ist niemand. Alles gut. Hey,
Okay, Timmy, weißt du aber, was das bedeutet? Das waren Banditen, die uns überfallen wollten. Ja, und das heißt, dass noch mehr kommen, oder wie? Ja, das kann sein, dass noch mehr kommen. Und insbesondere heißt das, dass hier auf der YouTuber-Insel, dass die hier einen Unterschlupf gebaut haben. Was? Und das bedeutet, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge den Unterschlupf dieser Banditen suchen müssen. Ja, endlich! Und dann ist da Loot drin, oder wie? Da ist wahrscheinlich sehr gutes Loot sogar drin. Boah, weil das Banditen sind, die alles klauen. Ja, das macht Sinn. Ich werde oben nochmal gucken. Ich gehe auf Nummer sicher, Timmy. Mach du einfach weiter. Ich habe da einen Weg gemacht da hinten. Alles gut. So, Freunde, wir machen jetzt erstmal in Ruhe hier weiter. So, zack, das bauen wir natürlich auch noch ab, ey. Hey, ich sag euch ehrlich, wenn es so weit geht, wird das Timmy aus richtig heftig, Mann. Ja, das sieht doch schon auf jeden Fall besser aus. Vielleicht müssen wir aber nochmal hier ein Stückchen wegmachen. So, zack. Zack, noch eins, noch eins, noch eins. Und wie sieht das jetzt aus? Sag euch ehrlich, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich muss mal kurz nach Candys Meinung fragen. Candy, oh Mann. Ja, Timmy? Kannst du mir ganz viel Glas machen, weil ich brauche das? Ich habe 6 Glas dabei, mehr habe ich nicht. Aber ich kann noch mehr machen. Ja, das muss dann schmelzen, aber erstmal. Ja, okay, alles gut. Boah, ich habe ja richtig das viel dauert jetzt ein bisschen, Zeug. Ja? Ja, alles gut, so. Kriegen wir schon hin. Okay, wir haben schon mal 6 Glasdinger. Okay, damit können wir auf jeden Fall was machen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall echt gespannt, wie das aussehen wird. Weil hier soll natürlich alles voller Glas sein. Mal schauen, ob das gut aussieht oder nicht. Ich bin echt gespannt. Ja, das könnte auf jeden Fall was Schönes werden, sage ich euch so, wie es ist. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen höher bauen. Oder wir machen hier Glas, Freunde, und hier auch Glas. Und das wird so gesehen hier der Eingang, wisst ihr? Aber vielleicht muss man das hier dann wegmachen. So, ja, das passt besser. Candy, du musst mir nochmal vielleicht eine Pickaxe machen, okay? Timmy, was sagst du? Was kannst du mir eine Pickaxe nochmal machen? Die ist kaputt gegangen. Na klar, natürlich. Habe ich denn noch genug Eisen? Warte, ich muss mal schauen. Ich hab noch Eisen. 25. Dann ist easy, Timmy. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich baue mal ein paar mehr. Gib mir mal dein Eisen und ich leg dir das da rein. Dann hast du ein bisschen was im Vorrat, weißt Hier, bitteschön. Perfekt, danke. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Hä? Ja, ich habe ja noch ein geheimes Lager, Timmy, da ist noch genug drin, gar kein Problem, mach dir darum keine Sorgen. Okay, ich werde jetzt hier mal auf Vorrat ein paar Sachen craften und dir in deine Kiste packen. So, nochmal hier, zack. Aber das wirst du immer mal brauchen, sag ich dir, wie es ist. Ja, alles gut, das kriegen wir schon hin. Ich habe noch Flint, wo soll ich denn die Flint hin tun? Weiß ich gerade nicht, Tim. Ich habe dir alles reingelegt jetzt in eine Kiste. Ich muss jetzt hier erstmal weiterbauen, denn das wird sehr schwierig. Ich versuche hier einen besonderen Stein hier oben zu bauen. Dazu schmelze ich hier gerade schon so saubere Steine. Hey, das sieht richtig krass aus. Was machst du denn da? Okay, du machst gerade Glas. Okay, das ist sehr gut. Das hast du mit Sand. Guck mal hier, die Steine, die ich hier reinbaue. Guck mal hier, die sind so viereckig. Oh, das war aus Versehen. Warte. Hä, welche hier denn? Hier oben so, bam, hier über mir. Meinst du jetzt die die meinst du? Ey, die will ich ja auch haben, die sind richtig cool. Ja, die sind da sehr selten, Timmy. Das ist richtig selten. Die sind dafür selten. Muss man einen besonderen Drachen getötet haben, weißt du? Was redest du? Du tust mich wieder hier nur hochnehmen, ey. Ich glaub dir kein Wort. Sag mal, wie man das macht. Ja, okay. Hä, das macht man mit Kohle und Cobblestone. Ach so, macht man das. Gut, ich mach weiter, ja? Viel Spaß, Timmy. Tschüss. Okay, Freunde, jetzt können wir auf jeden Fall gut weitermachen, ey. Aber erstmal leuchten wir das Ganze hier aus. Hier muss auf jeden Fall ein Licht erstmal hin, so ein Baustellenlicht, wisst ihr? So, das kommt hier hin, hier kommt auch was hin. Sehr gut, jetzt haben wir das schon mal viel besser ausgeleuchtet. Jetzt können wir auch besser arbeiten. Timmy? Candy, ja? Ich hab hier was für dich, ein Geschenk. Was hast du gemacht? Wie, ein Einzugsgeschenk oder was? Natürlich, Timmy. Ja, okay. Ey, aua! Hä, was ist denn? Das ist nicht mein Geschenk, das ist ein böser Zombie hier gewesen. Okay, ich habe ihn erledigt. Ich habe ein Geschenk für dich, Timmy. Und zwar, schau mal her. Einmal hier ein Bett für dich natürlich. Du hast dir ein Bett geschenkt? Ey, wie cool ist das denn? Endlich habe ich ein Bett, Mann. Krass, dass das hier schon aussieht. Alter. Wie so ein bisschen abgetrennten Bereich, Mann. Ich wollte dich eh nach deiner Meinung fragen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt schau mal, was ich hier noch hinbaue. Hä, was machst du da? Und zwar, wo baue ich das denn hin? Ich würde sagen, hier an den Ecken. Boom! Boah, wie sieht das denn aus? Ey, das sieht ja voll cool aus, ey. Na klar, Timmy. Ey, du verschwinde, Junge. Lass Candy in Ruhe, ey. Lass Candy in Ruhe. Candy juckt das gar nicht. Hey, hier ist so ein komischer Zombie, ey. Aber ich erledige den kurz. So, warte. So, noch ein Stück. Gib die. Weg mit dir, ey. Hä?
Oha. So, jetzt haben wir unsere Markierung. Ist jetzt dieser Kürbis. Das ist hey, sehr, sehr cool. Ich mach erst mal weiter. Ja, und soll ich hier alleine gegen die kämpfen? Alles gut. Dann Achso, ja, ich mach das eben, Timmy. So, Diamantenschwert ja. Und. Was? Bam. Diamantenschwert? Ich will auch gegen die kämpfen. Ey, nein! Ey, Timmy, pass auf! Ja, vielleicht sollte ich echt so aufpassen, ey, oh Mann. Ich werde hier mal einen Zaun hin, also ein Tor hin machen, dass hier nicht jeder... Oh, aua! Ja, die kommen, da kommen voll viele! Die kommen ja alle hier rüber irgendwie. Ja, ich weiß, Mann, voll dumm. Hey, zum Glück baut Candy hier das alles zu jetzt. Und das sieht richtig cool aus, Mann, was ist das denn, ey? Die Frage ist aber auf jeden Fall, wo ich mein Bett hin tun soll. Candy? Ja. Wo soll ich mein Bett hin tun? Was denkst du? Also wie willst du das Ganze einrichten? Musst du erstmal einen Boden bauen auf jeden Fall, dann kannst du... Ja, du hast recht, ein Boden ist wichtiger. So, jetzt kommen hier keine Zombies mehr rein. Besser ja, so. Endlich, ey. Was ich wollen muss diesen die Baum eigentlich hier leider abbauen, weil ich das Holz brauche. Ich brauche das helle Holz davon. Ach so, davon. Ja, alles gut, bau so. Ab, alles gut. So, noch ein Stück. Hey, wenigstens haben wir jetzt keine Zombies mehr. Okay, sehr gut. Aber irgendwas fehlt hier noch. Das hier ist der Eingangsbereich. Dann kann man hier so rausschauen. Dann mache ich hier auch noch was hin. Okay, sehr gut. Die Frage ist nur, was wir hier machen. Vielleicht machen wir hier noch was anderes hin. Ich weiß noch nicht ganz. Aber auf jeden Fall machen wir was Spannendes hin. Und ich würde mal sagen, wir bauen das hier ein bisschen mehr aus. Das wird das Riesen-Timmy-Haus, Freunde. Ich bin richtig gespannt. Aber wir müssen auf jeden Fall einen passenden Boden finden. Wie findet ihr das, Freunde? So, wenn man hier aufwacht, direkter Sonnenaufgang, das sieht schon cool aus eigentlich, ey. Sag ich euch ehrlich, ja, das hat auf jeden Fall was, ey, das sieht richtig cool aus. Hey, ich bin echt gespannt, wo wir da hinbauen, wenn es immer weitergeht. Das wird ja ein Riesenhaus, Mann. So, jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das aussehen wird. Erstmal mache ich hier eine Fackel hin. So, hier ist noch ein bisschen Kohle. Ah, das können wir gar nicht mitnehmen. Oh mein Gott, Candy ist auch schon da. Ey, Candy, was geht? Ha, 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 ha. Hat gar nichts gebracht, ey. Alter, Timmy, hast du schon mal Minecraft gespielt? Weil das sieht schon sehr krass aus, was du hier machst. Du hast doch noch viel, viel mehr Glas hier bei mir drüben. Ne? Wirklich? Boah, ich will hier alles voller Glas machen, dann geht man hier so rein und hat hier so einen krassen Raum, ey. Oha, ey, das sieht richtig cool aus. Wisst ihr was, Freunde? Ich mache hier nämlich überall Kisten. Ja, Candy? Alles voller Glas, sagst du? Ja, also überall? Ja, Candy, komm her, ich muss dir was zeigen. Komm mal mit. Ja, ich gebe dir mal dein Glas. Hier, nimm das mal. Oh, warte, hier so, bam. Ja, warte, ich habe ein bisschen volles Inventar. Eine Kiste und Lager musst du auch bauen, Timmy. Ich weiß, das dauert noch alles, bis ich das habe. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. So, wie viel Glas haben wir denn? 32, sehr gut. So, die Karotte kommt erstmal weg, okay. So, und jetzt wird's richtig spannend, Freunde. Denn jetzt ist die Frage, wohin wir das Glas machen. Ey, Candy ist richtig aufgeregt, Mann. Ich will auf jeden Fall, dass das alles sehr gleich aussieht. Okay, ein Glas fehlt noch hier. Sehr gut, okay. Das können wir, glaube ich, so lassen. Dann machen wir hier zwei Schichten von Glas hin. So. Und da drüben auch. Sehr gut. Oha, ey, das hat auf jeden Fall was. Nein. Nein, 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 verschwinde, ey, verschwinde. Ey, ich muss ganz schnell hier rein. Candy, da ist ein Creeper. Ja. Da ist ein Creeper draußen, okay, der macht alles kaputt, okay. Mann. Ich kümmere mich drum. Andy. So, nicht dahin laufen. Geh weg, geh weg, geh weg. Weg, 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 geh rein. Nein, mach nicht alles kaputt. Ja, ich gehe rein. Och, nein. Spaß, ich habe ihn erledigt, Timmy. Och, Mann, ey, ist doch nur ein Creeper. Ja, schlagen und weglaufen. Hit and run, Timmy. Ach so, ja, trotzdem, ey, das ist gefährlich, Mann. So, erstmal machen wir hier das zu. Zack. Hier kommt das auch hin. Und ey, ich sag euch ehrlich, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesen Dingern hier. Die machen wir nämlich da drüben hin. Und dann gehen wir hier einmal durch. Und ich muss Candy noch was fragen, ey. Das ist ganz wichtig. Candy, ich muss dich mal was fragen, ja? Komm mal mit. Ja, Timmy. Okay. Okay. So. Alter. Schau mal. Ist ja übelst krass. Normal, jetzt schau mal hier so rein. Das ist alles symmetrisch. Boah, das sieht richtig gut aus, Timmy. Also da kannst du was sehr, sehr krasses ausbauen. Ja, und warte, komm mal mit. Das hier wird mit so einer Treppe hier so runter oder so? Oder? Ja, ja, zum Beispiel. Cool. Nee, da kommt ja alles im Boden hin. Du fragst bestimmt, warum hier so ein langer Gang ist, oder? Ja, warum? Naja, ich will hier überall meine ganzen Kisten reinmachen. Das wird mein Tresor hier. Boah, Alter. Nee, das wird der Timmy-Tresor. Normal, was denkst du denn, ey? Ich mache hier überall... Kannst du hier mir vielleicht eine Falle bauen oder so?
Ja, das müssten wir mal machen. Ich muss Redstone dafür nochmal sammeln und so. Und ich habe gehört, Stani hat sogar Slime. Das ist so grünes, klebriges Zeug. Und das müssen wir auf jeden Fall auch haben. Wir brauchen Slime. Ah, ja, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ey, oh mein Gott. Ich bin richtig gespannt, Mann. Ey, wie kann ich eigentlich diesen Stein wiederbekommen, Candy? Welchen Stein? Na, der hier ist, den du gerade abbaust. Was meinst du? Du meinst Eisen? Ja, den normalen Stein. Nein, nein, den hier. Guck. Ach so, da musst du ganz normal Cobblestone schmelzen einfach nur. Ach so. Du musst dir noch eine Küche bauen mit so einem Ofen und alles, Timmy. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, Mann. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter, Freunde. Okay, hier kommen die ganzen Tresore rein. So, zack, zack, zack. Und dann da hinten bauen wir noch ein bisschen weiter hier. So. Sehr gut, jetzt haben wir nämlich unseren einen Gang und dann haben wir hier noch einen anderen Gang. Ey, aber ich muss erstmal eine Kiste machen. Ey, Candy, wow, wie sieht das denn hier aus? Das sieht ja voll heftig aus, Mann. Bau hier noch so ein bisschen um gerade. Und zwar kommen meine Kisten jetzt hier hinten hin. Musst du aufpassen, dass du hier nichts einsammelst. Boah, das sieht so echt krass aus. Nein, ich wollte eher das auch geben hier alles. So, das gebe ich dir auch. Ich habe nämlich richtig viel von diesen komischen Steinen, Candy. Ja, das können wir alles einladen. Wir können auch ein gemeinsames Lager eigentlich machen, so in der Mitte von unseren beiden Häusern. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig gut. Das wäre auf jeden Fall möglich. Aber Candy, Timmy, wir haben nur noch 3 Minuten auf der YouTuber-Insel. Ja, ich bin eh schon fertig, Timmy. Ich warte eigentlich auch nur noch, bis wir rausgeworfen werden. Okay, na, ich bin eigentlich gar nicht fertig. Ey, wie hast du denn hier die ganzen Bilder gemacht? Die sehen ja voll heftig aus. Bilder sind relativ schwer zu kriegen, weil du Wolle brauchst. Aber ich hätte noch ein paar. Ein Bild hätte ich noch über für dich. Warte mal. Ja, aber erstmal muss ich doch eine Wand. Hier, Timmy. Oha, danke, ey. Das ist ja voll heftig. Ey, wir müssen auf jeden Fall gleich noch hier den Boden machen, die Decke und die Wand bei mir, ja? Ja, das können wir machen, Timmy. Okay, wahrscheinlich in der nächsten Folge dann. Genau. Hey, ich sag euch ehrlich, Freunde, das Timmy-Haus wird immer heftiger. Was meint ihr, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Findet ihr das Timmy-Haus bis jetzt gut, wie es aufgebaut ist? Ich gebe euch mal eine kleine Rumschau. Also hier ist der Eingang. Wir machen hier vielleicht noch ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Kisten hin oder so. Und hier kommen die richtig heftigen Sachen hin. Das ist nämlich hier der Tresorbereich. Da darf niemand hin, Freunde. Und hier hinten haben wir dann vielleicht noch so Schlafbereich und so Gästebereich. Vielleicht auch eine Küche oder einen Ofen. Solche Sachen machen wir natürlich noch hin. Aber keine Sorge, Freunde, das bleibt natürlich nicht in den Stil, sondern wir machen hier eine richtig schöne Timmy-Einrichtung mit krassen Bildern und so und wir machen noch einen heftigen Boden rein. Deswegen ist das hier alles ein bisschen tiefer und auch ein bisschen höher, sage ich euch ehrlich, Freunde. Jetzt keine Sorge, das wird hier nicht so was Heftiges. Doch, es wird schon heftig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das da weiter aussieht. Hä? Timmy, unsere Zeit ist gleich vorbei. Ich werde gekickt. 5 Sekunden noch. Mach's gut, 3, Candy. Och, 2. Nein. Ey, wir sehen uns morgen wieder. Ey, der arme Candy, Mann. Ich glaube, meine Zeit ist auch gleich vorbei. Ich gehe erstmal hier rein, ey. Oh Mann, ey. Ich will eigentlich gar nicht gehen, aber ich glaube, hier sind wir schon ziemlich sicher, sage ich euch ehrlich. Ey, das hat richtig Spaß gemacht, Mann. Wir sehen uns. Tschüss.